meine Freunde, Biemannstar Armstadt für euch begrüßt an der Vergut Master. Wir spielen gegen Mega Kangama Durengau gegen. Ja, Mega Kangama wahrscheinlich. Gegen Glura, gegen Garchomp, gegen Tentandel und gegen Felinara. Das heißt, wir werden heute mal nicht, so wie es aussieht, unser gutes Team mitnehmen. Wir werden auf alle Fälle auf Lucario und Boomstings switchen und wir nehmen Winona und Bisafo mit wegen dem Felinara, weil da kann man mit den Gutes relativ wenig machen. Obwohl. Ne, wir nehmen Bisafo mal mit. Wir nehmen mal Bisafo mit. Gucken einfach mal, ob es klappt. Es ist Samstag, es steht 51 zu 62. Wir sind auf 11 Pokémon Unterschied. Heruntergekommen. Mega und Icy auf Garchomp. Aber ich habe immer nie gewesen, dass Garchomp ist, ey. Das ist immer so assi. Und wir gehen einfach mal. Was mach ich jetzt mit Dings mit dem. Ich geh einfach mal auf die obligatorische Hydro-Pumpe. Auf Glurak. Wenn es ein Y ist, bin ich halt gefickt. Ja, es ist halt ein Y, das war so klar. Oh, es ist Steinhagel ein. Bitte flinch nicht. Er scheint sich also nicht so sehr für irgendeine Lucario zu interessieren. Finde ich jetzt nicht mal so schlecht. Okay, Garados ist da. Garados, Garchomp ist down. Garados ist down, das wär's ja noch. Dann schauen wir einfach mal, was jetzt kommt. Wir gehen natürlich auf Bisafo. Und hoffen, dass es klappt. Mit Lucario Ableit-Team. Okay. Okay, okay, okay. Mit Lucario Ableit-Team auf Kangama. Und mit Bisafo Schlafpuder auf Glurak. Und dann gucken, ob es klappt. Ist egal. Perfekt. Perfekt. 1A. Nächste Runde können wir dann nämlich Lucario Ableit-Team nehmen und das Lucario voll kriegen. Und Bisafo und dann die Matschbombe auf Glurak. Damit wir das halbwegs effektiv treffen können. Und nein, das ist nicht effektiv, aber ich mir noch halbwegs großen Schaden verursache. Kann gar mal zurückgerufen. Oh, sind die Eggieslash. Ich krieg den Haar nicht mehr. Hat keine Wirkung auf Eggieslash, das ist ja schön gut für dich. Hab allgemein nichts dabei, weil es eine Wirkung hat auf Eggieslash. Das ist das Problem, außer ablegen. Ich gehe auf manchmal noch mal. Bisafo muss es überleben einfach.
Ja, schön, ich bin so dumm. Oh, das alte Ding auch noch stimmt. Fuck it, ey, was mache ich jetzt mit diesem Scheiß? Drecksviech. Meine Fresse. Das kann man schon so dauern. Irgendwie. Ich muss bloß den Delegat jetzt aus dem Weg kriegen. Shadow Sneak, das war klar. Natürlich! Natürlich! Lichtkanone. Ist klar, komm, lass stecken. Das Ding haben wir schon verloren. Das Ding haben wir doch schon wieder verloren, ja. Das ist doch zum Kotzen! Er garantiert doch noch Shadow Sneak drauf, wenn ich auch instant habe. Auf Iggy Slash. Und wir machen den Schlafpuder nochmal auf Iggy Slash. Nein, das ist schon immer noch scheiße. Das war doch so klar. Igelsaum auf Igislash und dann Gigasauber auf Kangama. Obwohl, nee, das überleben wir eh nicht. Das macht jetzt zwei Attacken, sind wir tot. Oh, kann gar nicht zurückrufen, das passt ja perfekt. Das passt mir perfekt. War auch schon Taktikwechsel. Oh, Königsschild. Mir ist das egal, du kannst ruhig. Ach, auf Königsschild? Perfekt. Dürfte sogar nicht mehr irgendwas haben, was effektiv gegen uns ist. Und gegen Glor können wir jetzt auch gediegen die Matchbombe nehmen. Hoffen auf einen Crit. Das nervt, ey. Das nervt so sehr. Nein! Nein! Scheiße, okay. Haben wir verloren. Haben wir verloren. Es steht 51 zu 63. Warum hoffe ich auch irgendwie, dass es mal irgendwann Gleichstand ist hier? Und dann 2025. Spielmon erreicht den Road to Master Gleichstand. Träum weiter, träum weiter. Ah, nee. So, ein Kampf noch. Dann ist das für diese Woche auch schon wieder gegessen hier. Nein, ich möchte nicht speichern. Ja, ich möchte weiterspielen. Und ja, ich möchte weiter kämpfen. Und wir gucken einfach mal, was jetzt für ein Gegner kommt.
vielleicht nochmal irgendwas Intelligentes so zum Schluss auch spielen, vielleicht nochmal Win rausholen. Wir spielen mit Musik 11, weil das einfach Fabians Lieblingsstück ist. Ups. Dachte ich, das wäre sein Lieblingslied und deswegen spielen wir jetzt nochmal mit Musik 11 für den Fabian. Für den Fabian aus Dresden haben wir heute das Lied 11 gewünscht und der Bimon aus Waldheim, der wünscht ihm einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen gegen Regentanzteam, ich krieg das von selber. Mann, oh. Ich will nicht gegen Regentanz spielen. Wir spielen wieder mit Lucario und Rotom zum Anfang. Und heute wird den guten Uvonola rein. Och, ich hasse Regentanz-Teams, ey. Nach der Sonne kommt der Regen. Vielleicht mach ich nächste Woche auch nochmal Regentanz-Team im Doppel. Mal gucken. Ich will mal von Anfang an Doppel. Und gucken einfach mal, wie es läuft. Oh, bei Regentanz habe ich ein bisschen mehr Auswahl, denke ich. Da habe ich Kavaloros da. Da habe ich Dragoran da. Da kann ich sehr viel mehr mitnehmen. Ich glaube, ich würde extra von Regentanz-Team noch ein Eggie-Slash trainieren. Eggie-Slash macht sich im Regentanz auch ganz gut. Mit Schwächerschutz. Oh. Ja, ja. Na komm, probieren wir es auf Bauer. Hat noch kein Disconnect und keine Aufgaben. Wahrscheinlich, weil ich so schlecht spiele. Oh. Über 50 Folgen, ey. Und wir haben nicht mal den Ausgleich geschafft. Wir haben derzeit 114 Kämpfe gemacht. Gerade mal über 50 Wins. Aber okay. Man kann nicht alles haben, wie gesagt. Ich würde gerne mal wissen, ob ich das dann zu Omega Rubin Alpha Sapphire resetten soll. Dass wir dann praktisch den Zähler weiterführen. Und dann bloß von 0 anfangen mit zählen. Oder ob ich allgemein Road to Master komplett von Anfang bis Ende durchzähle. Weil von Anfang bis Ende wäre halt natürlich auch geil, wenn dann irgendwie hier Folge 1000 ist. Und ich habe dann 2500 Matches gemacht. Wie viel dann Wins und Loses sind davon. Ach stimmt schon, dass das Ganze dann bei 52 Kämpfen erstmal pausieren. Keine Ahnung, mal gucken, wie ich mache. Natürlich Quaxo und Dingsbumsens, jo, Gedönsens. Mit dem Niesel. Ich müsste vielleicht mal einen Rotom Donnerblitz geben, das ist vielleicht mal so schlecht. Im Gegensatz zu Rollicht auf. Hier, wie heißt's? Toxicroak. Toxicquack. Ist das? Dürfte eigentlich nichts Effektives haben gegen uns als Mega Lucario. Außer Mugi. Was macht er nicht auf uns? Schäfer wirkt. Und der geht fast down, sehr schön. Hätten Fokus gut durch wahrscheinlich. Damit können wir leben. Muss ich jetzt so sagen, wie es ist, damit können wir wirklich leben. Wir gehen auf den Voltwechsel. Nein. Voltwechsel auf Quaxo. Und. Abbeben. Los. Wird zurückgerufen. Jetzt kommt gar nicht irgendwas mit Schweber. Kapalurus. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf Ablativ. Dürfte den Quaxo ja wehtun, denke ich mir mal. Oh, was kommt jetzt?
Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Ah, Toxic Flow kommt jetzt. Na, wie kommen. Gar nicht mal so blöd. So, machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal den Mist weg. Erstmal muss der Mist weg. Wir gehen auf einen Abschlag. Abschlag auf Kapaloris. Und der Solarstrahl auf Kapaloris. Genau, machen wir einfach mal. Nächste Runde gibt es unsere Ausstrahlung, die Fresse. Ich gehe einfach mal auf den Schwarttanz. Oder? Nee, ich gehe auf den Tiefschlaf. Auf Kapaloris. Ganz einfach aus dem Grund, weil der jetzt wahrscheinlich sowieso schon ist. Und jetzt angreifen will. Wird zurückgerufen, da fiel mal jemanden schon raus, ey. Da kommt Toxic Quack rein. Sucker Punch. Bam, 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 bam. Nicht töten. Ach, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Trockenheit wirkt. Wow, 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 wow. Vulcorona. Ist okay. Ist okay. Aber komm, komm mal klar. Halt. Komm, Abschlag für Corona und das wechseln wir aus in Lutum. Jetzt bin ich ja gespannt, was hier kommt. Jetzt bin ich gespannt, was hier kommt noch. Bugbass. Warum ist das viel schlauer? Ist okay. Ich hätte Sucker Punch sollen. Naja. Toxic Quark saugt ihn weg, ey. Das saugt ihn weg, das gekommen ist. So, die Dürre wirkt. Hier noch ein Psychoschock für Toxic Quark. Toxic Quark. Und mache den Voltwechsel auf das Vulcorona. Überlebe kommen. Oder? Scheiße. Ja, das Ding haben wir verloren. Ist okay, komm. Das schlägt.
ein Server und ich bin tot. Also bringt das Verwirr Corona noch Toxic-Quark rein. Was natürlich nicht lustig wäre, dann ist es nämlich tot mit Psychock. Oder Psychoschock oder was weiß ich denn. Was ich aber nicht oder glauben kann. Und er starb. Ja, jetzt bin ich tot. Vom Server getötet. Ja, damit steht es dann Ende dieser Woche insgesamt 51 zu 64. Wie gesagt, nächste Woche werde ich dann mal so ein über das Tryharder-Team mitnehmen, was dann auch mal aus einem Megalogok bestehen könnte, eventuell. Mal gucken. Megalogok, Dorengard und Togekiss und der Tag ist gerettet. Der Tag gehört dir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.